Hallo Rollenspiel- und Science-Fiction-Freunde, ich bin Nightflyer und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir befinden uns in diesem Reliktgewölbe und ich glaube, wir haben hier eine weitere Konsole, die wir mal eben aktivieren. Okay, es werden wieder... Ey, was ist denn hier los heute mit dem Internet? Jetzt ist schon wieder die Verbindung unterbrochen. Was soll denn das? Das PSN-Problem. In der letzten Folge haben wir schon gesehen, dass erst die Verbindung zu dem Mass Effect-Server bzw. EA-Server unterbrochen war und dann auch noch zum PSN. Okay, sollen wir jetzt hier einfach runtermarschieren oder wie machen wir... Pack doch mal die Kanone weg. Sehe ich viel besser. Wir gehen hier lang. Wir haben wieder Barrieren herausgefahren hier. Und ich glaube hier... Unfassbar. All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Okay, was haben wir hier? Wir müssen natürlich in die andere Richtung, aber... Ich bin ja neugierig. Ein Behälter. Universalhalbleiter. Hat sich voll gelohnt hier drin. Haben wir hier noch was? Haben wir nicht. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Das ist total irre, oder? Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht den da hinten überall rumlaufen. Das wäre schon ziemlich hart, muss ich sagen. Ja, und eigentlich müsste diese Flüssigkeit doch längst versiegt sein, oder? Außer natürlich, sie fließt erst wieder, seitdem diese Leitung aktiv ist. Das wäre eine Erklärung. Ja, wäre eine Erklärung. Scott hat gerade von Atmosphärenwandler gesprochen. Ich glaube, das geht schon in die Richtung... Es ist, glaube ich, nicht genau das gleiche, aber es geht in die Richtung Terraforming eben. Gesundheit wiederhergestellt. Nee, ich wollte die Waffe wegpacken. Also hier müssen doch jetzt eigentlich Feinde kommen, oder? Ist das hier... Nee, ich denke immer... dass hier diese Hieroglyphen sind. Keine Relikte zu sehen. Da hinten. Noch ein Aquädukt. Wie viele brauchen die eigentlich? Wenn diese Flüssigkeit tatsächlich so etwas wie Universalgel ist, könnte sie diesen Ort am Laufen halten. Sind das da unten Straßen? Ich kann nicht mal sehen, wo sie enden. Tja, Straßen sind das wohl eher nicht. Für mich sieht das, nach Leitern aus, also... Wie so eine Platine halt. Da ist ein Relikt. Geh doch mal, dazu muss ich die Waffe ziehen. So, den brezeln wir gleich mal hier drauf. Da oben! Noch mehr Relikte! Ich glaube, der ist erledigt. Oder? Ne, er steht wieder auf. Das war's noch nicht, aber... Das war's. Seien Sie an den Rändern vorsichtig! Ach, echt? Oh, abgeprallt. Aber es hat sie trotzdem erwischt. Immer schön nach oben sehen. Sie dürfen nicht über uns kommen. Das wäre unpraktisch. Nicht nachlassen. Wir haben es fast geschafft. Ich finde die Kämpfe übrigens ziemlich geil.
Nice. Ich habe gar nichts gemacht. Okay, ich sollte mal gucken, ob wir da was scannen können. Ja, und ihr merkt wahrscheinlich, ich mag den Deckungskampf lieber als einen offenen Kampf. Kommt dann natürlich immer drauf an. Manchmal habe ich auch Bock auf offenen Kampf, aber eigentlich eher nicht. Nehmen wir wieder eine Tür. Oh. Funktional eine Barriere, aber hier sind auch Hieroglyphen. Also Glyphen meine ich. Manches hier unten funktioniert und manches nicht. Das könnte als Hilfestellung bei der manuellen Reaktivierung des Gewölbes liegen. Oder soll Eindringlinge in die Irre führen. Na toll. Na gut, dann würde ich sagen, hier runter. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht scannen kann, während man die Waffe gezogen hat. Das finde ich ein bisschen nervig. Oh, jetzt habe ich eine Mücke auf dem Bildschirm. Das ist nicht so doll. Verpiss dich mal da, du blödes Vieh. Ja, ich habe Fenster offen. Es ist nämlich arschwarm. Wir hatten heute, glaube ich, 18 Grad draußen wieder. Und ich habe hier 23 Grad in der Bude gehabt. Hier ist noch so eine Tür, die wir nicht öffnen können. Sehr gut. Boah. Das Sprinten ist manchmal ein bisschen gefährlich. Ist das eine gute Idee? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Tja, die ist ziemlich mutig. Aber ich mag sie. Gleich auf Anhieb habe ich sie gemocht, muss ich sagen. Und ich glaube, ich mag bisher alle Charaktere. Okay, wir müssen hier lang. Ich will nochmal kurz hier draußen gucken. Ob wir hier nicht noch irgendwas übersehen haben. Sieht aber nicht danach aus. Und das, muss ich sagen, war bei... Wobei, wir kennen ja noch gar nicht alle Begleiter. Aber wie gesagt, bei der Originalmesse... Das ist auch eine Möglichkeit, einen Raum zu erleuchten. Ja, ja. Bei der Originalmesse... Bei dem letzten Atmosphärenwandler, den wir gefunden haben, war es nicht so kompliziert. Mein Vater hat einfach direkt darauf zugegriffen. Was nicht wirklich gut ausgegangen ist. In diesem Fall war ein direktes Vorgehen unvermeidlich, wenn auch eindeutig unklug. So, ein Reliktlicht. Dieses Gerät dient der Beleuchtung. Mögliche weitere Verwendungszwecke sind unbekannt. Aber die sehen doch alle gleich aus. Wobei, das ist so ein Ding, das haben wir schon auf Habitat 7 gesehen. Also genau diese Dinger. Mehrere davon sogar. Hier ist noch eins. Das können wir nicht scannen. Auf Glyphen sollten wir achten wieder. Lag da was? Nee, das ist nur ein weiteres Reliktlicht. Ja, was soll ich sagen hier? Mass Effect Originaltrilogie, da mochte ich nicht alle Charaktere. Nicht alle Begleiter. Ich glaube, beim ersten Mass Effect waren es auch nur 6 Begleiter, ne? Von Kaidan beispielsweise war ich absolut kein Fan. Und ich mochte auch zumindest zu Anfang, bei meinem ersten Durchgang zumindest, bevor ich Mass Effect 2 und 3 gespielt habe, sage ich mal lieber, mochte ich Frax nicht. Das hat sich irgendwann ein bisschen geändert. Aber erst mit Mass Effect 2 und 3. Gelegte.
Unglaublich, wie hoch es ist. Könnte das ein weiterer Gravitationsschacht sein? Der Schacht ist abgeriegelt. Verdammt! Vielleicht können wir ja wieder die Notstromleitung nutzen. Die Leitung teilt sich auf und verläuft durch jede dieser Vorrichtungen. Wenn Sie darauf zugreifen, könnten Sie den Kreislauf vielleicht schließen. Womöglich lässt sich auf diese Weise auch der Schacht öffnen. Wenn es uns hilft, die Systemabriegelung aufzuheben, versuchen wir es. Man kann nie vorsichtig genug sein! Erledigen Sie sie! Dann war ich zu spät, weil ich falsche Tasten gedrückt habe, so ein Mist. Au, 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 au. Sind Sie sicher, dass sich dieser Schacht nicht unter unseren Füßen öffnen wird? Ziemlich sicher. Konzentrieren Sie sich auf die Relikte. Hier, die Assembler müssen weg. Ich muss sagen, man kann die Fähigkeiten ziemlich häufig einsetzen. Der Cooldown ist ziemlich gering. Da oben ist ein Geschütz oder sowas. Das hat nichts gebracht. Aua! Okay, nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und schließen den Kreislauf. Okay. Erstmal noch eine Runde scannen hier. Den haben wir noch nicht. Ein Reliktbeobachter. Eine mittel- bis Langstreckendrohne, die häufig in Schwärmen eingesetzt wird. Okay, nehmen wir uns die beiden Konsolen vor und schließen den Kreislauf. Okay, wir müssen offenbar hier hoch. Dieses Gerät scheint eine Defensivfunktion zu erfüllen. Was heißt jetzt Defensivfunktion? Heißt das, wir werden gleich angegriffen, wenn ich die aktiviere oder was? Das Gerät ist online und erzeugt einen Schild. Naja, wenigstens ist es nicht feindselig. Ein Verteidigungssystem nach dem anderen. Vorausgesetzt, es sind Verteidigungssysteme. Okay. Interessante Sache. Hier können wir nochmal Munition aufladen. Da ist noch einer zum Scannen. Die Relikte stecken wirklich voller Überraschungen. Was war denn das jetzt? Ein Dialog. Okay, er hat gesagt, die Relikte stecken wirklich voller Überraschungen, alles klar. Zu schade, dass sie feindselig sind. Sie denken extrem territorial. Sie sind nur hirnlose Bots. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht, dass sie hirnlos vorgehen. Und ich weiß auch nicht, ob die nur extrem territorial denken, weil ich kenne die jetzt noch nicht lange. Zu schade, dass sie feindselig sind. Das ist die professionelle Antwort. Wir müssen diese Abriegelung finden. Okay. Nehmen wir uns die andere Konsole vor und schließen den Kreislauf. Gut, den Dialog fand ich gerade ein bisschen überflüssig, aber egal. Okay, wahrscheinlich da oben, wo das Geschütz war. Alles klar. Können wir das noch scannen oder? Nee. Die Energieversorgung des Gravitationsschachts ist wiederhergestellt. Die Leitung führt nach unten. Der Druck der Leitungsflüssigkeit schwankt. Das könnte auf Aktivitäten unter uns hindeuten. Dann graben wir mal tiefer. Heißt das, wir sollen jetzt da in die Mitte gehen?
Die Frage ist aber, was macht das? Warum ist dieses Schutzschild da? Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir mal in die Mitte. Hier liegt kaum Staub. Wie alt ist dieser Ort? Unbekannt. Die Strahlungswerte legen nahe, dass das Gewölbe mehrere hundert Jahre lang offline war. Etwa zu dem Zeitpunkt, als die Geißel aufgetaucht ist. Das kann kein Zufall sein. Vielleicht ist die Geißel der Grund, warum diese Tech verlassen wurde. Tja. Wahrscheinlich hat hier irgendeine Spezies gelebt. Gut, wir haben jetzt hier halt diese Relikte, diese Druiden. Vielleicht sind die halt genauso wie die Gäste entstanden. Mist. Die Leitung ist undicht. Seien Sie vorsichtig. So können Sie auf keinen Fall auf die Konsole zugreifen. Und ohne die Flüssigkeit haben wir hier auch keine Energie. Verdammt. Vielleicht waren diese Vorrichtungen weiter oben ja deshalb abgeschaltet. Wie auch immer. Wir werden jetzt auf keinen Fall wieder umkehren. Es muss eine Möglichkeit geben, das Leck zu stopfen. Okay, der Leitung tiefer in das Gewölbe folgen, den Leitungsfluss reparieren. Das ist die nächste Aufgabe. Ryder, hier oben! Was ist passiert? Keine der Türen hier oben funktioniert. Die Leitung hat ein Leck. Moment mal! Die Beobachter haben merkwürdige Laserfrequenzen eingesetzt, um eine kaputte Wand zu reparieren. Ich sende die Frequenzen an Ihr Universalwerkzeug. Vielleicht können Sie die Leitung reparieren. Und da sind Sie. Ich probier's mal. Klingt nach einem Plan. Das System reagiert auf diese Frequenzen. Wir haben es zwar nur notdürftig geflickt, aber es müsste halten. Gut gemacht. Wenn die Reparatur erfolgreich war, müsste die Konsole jetzt funktionieren. Okay, ich möchte die Konsole jetzt aber noch nicht verwenden, weil ich mich erstmal umschauen möchte. Genau, scannen. Ryder, könnten Sie mal gegen die Konsole schlagen? Nein, kann ich nicht. Ein Ferrofluid-Lag. Dieser Leistungsabschnitt... Leitungs... Sie mal gegen die Konsole schlagen? Nein, kann ich nicht, weil ich mich erst umgucken muss. Dieser Leitungsabschnitt muss instand gesetzt werden. Der Defekt ist wahrscheinlich die... Ja, das haben wir ja schon gemacht. Okay, ich habe hier da hinten noch was gesehen. Könnten Sie mal gegen die Konsole schlagen? Nein. Relikt-Kryo-Handschuh. Siehst du, den hätten wir jetzt nämlich fast verpasst. Ein Handschuh. Oder vielleicht eine Art Werkzeug. Unsere Wissenschaftler werden es auf jeden Fall lieben. Ryder, könnten Sie mal gegen die Konsole schlagen? Ja, gleich. Ich nehme an, die Tür öffnet sich erst einmal gegen die Konsole schlagen. Ryder, könnten Sie mal gegen die Konsole schlagen? Ich kann dich gleich nicht mehr leiden, Pibi. Du gehst mir echt auf den Zünder. So, jetzt benutzt noch mal die Konsole hier. Aus, als hätte es funktioniert. Und da ist sogar eine Brücke. Sie sind echt ein Schatz, Ryder. Wo wollen Sie hin? Die Quelle der Systemabriegelung muss ganz in der Nähe sein. Wer als erster da ist, sagt den ganzen Ruhm ein. Mhm. Wir werden Sie schon einholen. Mal sehen, ob wir uns einen Weg hier rausgeschaffen haben. So. Hier ist nichts mehr. Ja, dann gehen wir mal darüber. Oh, da ist, glaube ich, wieder ein Baum. Sehen Sie sich das an. Wie kommen wir darüber? Tja, wahrscheinlich müssen wir uns wieder eine Brücke bauen oder so. Da ist eine Konsole. Und guck mal, eine Wurzel vom Baum. Oh, wir haben ungenutzte Forschungsdaten. Ja, wir haben aber keine Forschungsstation gerade. Halt, da war was.
Adaptives Reliktkerngerät, das haben wir schon mal gescannt. Wieso können wir denn die Sachen alle doppelt scannen? Was ergibt denn das für einen Sinn? Das finde ich ein bisschen unsinnig. Vielleicht ist das ein Bug oder so. Geil, oder? Ich würde gern, ich hätte gern Fotomodus. Wie immer. Das wäre geschafft. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Ja. Das ist wohl wahr. Sollten wir da oben drauf? Ich glaube nicht. Aber vielleicht ist da oben was versteckt. Ich würde da eine Kiste oder so drauf packen. Das ist nur halb, ne? Okay. Moment mal. Pflanzen? Hier unten? Sie sehen sie auch? Ich dachte schon, dieser ganze Gravitationskram hätte mir die Augen ruiniert. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. Okay, ich würde sagen, wir scannen das Bäumchen mal. Unbekannte Pflanze. Talose Lebensform, Chlorophyll registriert. Wasseraufnahme unbekannt, Nährstoffaufnahme unbekannt. DNA-Analyse, entfernte Verwandtschaft mit Oberflächenpflanzen auf Eos. Vorläufige Klassifizierung. Rickia relictis. Analyse ungeachtet der Anzeichen und ihres derzeitigen gesunden Wachstums scheinen diese Pflanzen nicht für unterirdische Lebensräume geeignet zu sein. Ja, und trotzdem wächst das Ding hier. Da ist eine Konsole. Ja, sonst ist hier aber nichts. Was wir nicht schon kennen. Und das bedeutet, wir müssen die Konsole benutzen. Und ich glaube, wenn ich mir anschaue, dass hier Medigel ist, werden wir mit Sicherheit gleich kämpfen müssen. Oder auch nicht. Warum ist hier Medigel? Warte mal, das ist doch ein Hinweis, oder? Vielleicht hat das mit der Flüssigkeit zu tun. Mit dem Baum. Und wir müssen offenbar jetzt darüber. So langsam habe ich den Dreh raus. Da ist auch wieder einer. Wir kriegen Gesellschaft. Wo? Waffe ziehen. Aber die Beobachter können wir nicht viel mit anrichten, glaube ich. Eieiei. Ist gerade ein bisschen heikel. Wir müssen eigentlich erst die Assembler erledigen. Das war aber noch nicht alles, glaube ich. Ich höre noch was. Nein, das war nichts. War's noch nicht. Gute Arbeit, Leute. Okay, das wäre erledigt. Und ich finde die Kämpfe immer noch geil. Gut, ich glaube, die Kanone können wir wegpacken.
Wo müssen wir jetzt hin? Kurz nochmal die hier Munition nachfüllen. Keine Glyphen mehr auf diesen Plattformen. Aber wahrscheinlich müssen wir zum nächsten Baum, würde ich sagen. Okay, hier ist eine Tür. Ich würde sagen, wir kraxeln hier nochmal hoch. Vielleicht finden wir hier noch was. Da, ein Behälter. Gut, dann durch die Tür, würde ich sagen. Sieht wie ein Nebenraum aus. Was nicht heißt, dass es hier drin nichts zu holen gibt. Sieht aus wie der Raum, in dem wir vorhin schon mal waren. Beziehungsweise in der letzten Folge war es, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nicht gut. Ach, das wird schon. Sie sind... Nein. Das war nur das Licht. Naja, die sind alle inaktiv. Noch. Warte mal, da war doch was. Ich muss ja ständig an die Reaper denken, ne? Glaube aber nicht, dass es mit den Reapern zusammenhängt. Okay, was haben wir da alles? Reliktpolymer, Algorithmusfragment-Scan, Universal-Halbleiter und Klassifikationsschaltkreis. Sehen Sie, nichts passiert. Noch nicht. Ja, das haben wir schon mal gesehen. Kann es sein, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind? Das ist wieder genau so eine Halle. Ah, verdammt. Das war eine miese Nummer. Schon okay. Kein Problem. Das weiß ich doch. Ist ja fast wie in einem Horrorspiel hier, ey. Gut, aber hier scheint nichts weiter zu sein. Das heißt, wir müssen offenbar woanders lang. Gut, wir haben ja einen Questmarker. Wir müssen nach oben, kann das? Wie kommen wir denn bitte nach oben? Weiter nach oben. Warte mal, hier ist eine Konsole. Das hat einen neuen Weg erschaffen. Ich denke, es ist der richtige. Wenn wir wieder zurückgehen, müssten wir ihn erreichen können. Was? Da, ach, da hinten müssen wir hin. Alles klar. Okay, das heißt, wir müssen wieder zurück. Wahrscheinlich hier lang. Beobachter, Sie kommen auf uns zu. Ja. Wenn wir die Schilde erst zerstören, dann können wir die mit Biotik machen. Jawollo. Sehr geil. Also wie gesagt, ich kenne mich mit Biotik nicht besonders gut aus, weil ich nie Biotika gespielt habe in den alten Teilen, sondern immer nur Soldaten. Ich glaube, hier oben haben wir schon geguckt, ne? Ja. Okay, wir müssen jetzt irgendwie wieder darüber. Wahrscheinlich hier, dann darüber. Ich hoffe mal, dass das klappt. Die Hydraulik ihrer Panzerung kompensiert den Aufprall. Aha, das wusste ich noch nicht. Danke für die Info. Die hätte vielleicht schon mal ein bisschen früher kommen sollen.
Ich glaube, hier können wir einfach rüber, ne? Wir müssen jetzt hier nicht nochmal die... Oder? Okay, alles klar. Ne, jetzt machen wir gleich nochmal rückgängig. Falls wir den Weg nochmal gehen müssen. Alles super. Waren wir hier drin? Ne, da können wir nicht rein. So, und jetzt haben wir hier wieder eine Konsole. Ja, das wir ist unser haben einen Weg. Weg zur... Wow! Oh! Gar nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. Das habe ich mir gerade selbst versaut. Da war ich zu mutig. Und deswegen mag ich den Deckungskampf lieber, weil wir jetzt elendig weit zurückgesetzt worden sind. Ich weiß gerade nicht mal, wo wir gerade sind. So weit sind wir zurückgesetzt worden. Doch. Ach du Scheiße, also ganz ehrlich. Das ist aber ein ganz mieser Autosave. Sehen Sie sich das an. Das ist aber ein ganz mieser Autosave. Wie kommen wir darüber? Das wäre geschafft. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es ist immer noch ein ziemlich tiefer Sturz. Und dann weißt du auch nicht mehr, wo hast du schon gescannt, was musst du noch scannen, hast du nicht gesehen. Also das ist echt mies, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment mal. Pflanzen? Hier unten? Sie sehen sie auch? Ich dachte schon, dieser ganze Gravitationskram hätte mir die Augen ruiniert. Es gibt hier weder Sonnenlicht noch Wasser. Sie müssten alle tot sein. Die Quelle der Systemabriegelung könnte weitere Informationen liefern. Wir sind offenbar ganz in der Nähe. So langsam habe ich den Dreh raus. Wir kriegen Gesellschaft! Da war ich zu früh gerade. Ich hätte erst die Schilde zerstören müssen. Aber jetzt bin ich natürlich auch ein bisschen ungeduldig. Man sieht ihn etwas schlecht hier. Sieht, ist natürlich blöd. Nicht weit genug. Lesfi. Alter, der Kampf ist aber härter als vorhin. Munition einsammeln. Aua! Das wollte ich gar nicht. Hier war noch irgendwo... Ja, das ist natürlich das Problem. Jetzt musst du wieder überall gucken. Was hast du eingesammelt, was nicht. Das ist echt ganz blöd gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, dass ich das schon gelesen habe, dass die Autosaves manchmal sehr, sehr ungünstig sind. Die Autospeichern-Spielstände. Und dass es wohl gepatcht werden soll, es sollen wohl zusätzliche Punkte hinzugefügt werden. Ich glaube, das hat man vorhin gar nicht gefunden hier. Haben wir das gescannt. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde wahrscheinlich, ja, ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Und, mich, es ist ja nicht mehr viel, mich vorarbeiten,
bis dahin in etwa, wo wir beim letzten Mal gestorben sind. Und da machen wir genau an der Stelle weiter. Da haben wir noch Überreste. So, ja, genau so machen wir es. Hier sind noch mehr Überreste. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und wir werden dann in etwa da anfangen, wo ich mit der Konsole den Weg wieder freimachen muss. Das müsste in etwa hinkommen. Ja, also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.